Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Planet Firework. Freunde, was ihr hier sehen könnt, ist auf ca. 2,40 Meter aufgestapeltes Feuerwerk, das wir jetzt zusammen auspacken werden. Ich bin schon richtig heiß auf diesen ganzen heißen Stuff und freue mich auch schon jetzt die Pakete gleich aufzuruppen. Euch wünsche ich auf jeden Fall maximalen Spaß beim Zusehen und ich hoffe, euch gefällt das ein oder andere, was ich mir da ausgesucht habe. Ja, viel Spaß, lasst uns direkt loslegen. So Freunde, wie ihr seht, habe ich das Ganze ein bisschen abgestapelt, beziehungsweise ein bisschen reduziert von der Höhe her, sonst müsste ich eine Leiter nehmen und dann von oben dann von der Leiter aus dann unboxen und dann langsam nach unten arbeiten. Gut, wäre auch mal eine Idee gewesen, aber nee, das macht mir jetzt dann doch zu viel Umstand. Wie ihr sehen könnt, Spring After Winter habe ich mir zweimal in diesem Jahr gegönnt. Von dem Verbund war ich im letzten Jahr so geflasht. Da hat Pyro dann was richtig Geiles kreiert. Und die Blinker, die sind so geil langstehend. Ach Leute, ehrlich, ich bin so begeistert von dem Teil. Ja, ich weiß jetzt aber allerdings gar nicht mehr, ob das Ganze in einem Metallkäfig war. Deswegen schneiden wir einfach mal auf und schauen einfach mal. Ich glaube aber nicht. Jawohl. Ja, ich packe das gleich mal aus und dann zeige ich euch die Teile nochmal, weil das Design ist ja auch schon richtig geil. Ja, Freunde, wie ihr seht, habe ich das Ganze nun ausgepackt und so sehen die nochmal aus. Also wer mein letztjähriges Testvideo nicht gesehen hat, kann sich jetzt dann nochmal das Design geben. Sieht richtig schick aus. Also da haben die sich echt Mühe gegeben. Und ich finde den halt wie gesagt so massiv geil. 50 Sekunden Brenndauer das Ganze bei 1,5 Kilogramm Effektmasse. Ja, 30er Kaliber. Ich kann auch mal aufmachen, damit ihr mal schauen könnt, wie das Ganze von innen aussieht. Die Pyroland-Batterien haben ja immer so ein schönes Pink. Und ja, von oben halt so. Weiter geht's mit dem Artikel Turbo-Tanker. Die habe ich zweimal, die Salut-Batterien. Und ist eine 1er VE, steht ja auch schon drauf hier. Und die packe ich jetzt erstmal aus, weil die sind im Drahtkäfig und da möchte ich euch das Ganze jetzt nicht zumuten. So, Freunde, ich habe mich entschieden, auch schon die Transbomber mit auszupacken und die Kanonschlagraketen von Pyroland, weil diese Drahtkäfige, die machen mich fertig, jedes Mal aufs Neue. Ja, erstmal öffnen wir mal die Turbotanker 100. Ja, wie ihr seht, ist eine Pyromold, also für die, die sie halt noch nicht kennen, hier oben dieses schicke Logo, Go Hard or Go Home. Ja, Turbotanker 100, Salut Cake. Mal gucken, wie die ist. Habe ich noch nicht gehabt und deshalb muss sie mal getestet werden. Das Ganze, wie gesagt, haben wir zweimal. Auch hier Schnitt. Na, stelle ich mich dann an schon wieder. So, da haben wir sie. Da ist sie, die zweite. Zweimal haben wir das Ganze. Geil. Ja, Freunde, weiter geht's mit den Kanonschlagraketen. Eine Neuheit 2018 von Pyroland. Ja, das sind Blitzknallraketen und ja, Schachtel ist schlicht, aber eben trotzdem geil gehalten. Ja, das ist eine VE quasi. Die ist auch im Drahtkäfig, wie gesagt, drin. Und ich glaube 24 Stück. Und ich zeige euch den mal. Da seht ihr sie. So sehen sie aus, die Kanonschlagraketen. Ich weiß, die sind jetzt nicht so geil verarbeitet, aber wichtig ist ja, dass der Knall, dass der Blitzknall am Ende auch richtig toll ist. Und ich glaube, da mache ich mir auch gar keine Sorgen bei Pyroland. Mal schauen, wie die Teile sind. Ich bin auf den Test echt gespannt, Leute. Ja, viele haben das schon als Selfmade-Variante sich selbst mal gebaut. Und Pyroland hat die Idee aufgegriffen und die Teile halt so auf den Markt gebracht. Sehen echt schick aus. Ich muss gerade mal gucken, wie viel NEM die Teile überhaupt haben. NEM von 12 Gramm. Wie gesagt, das ist kein Bouquet-Artikel. Es ist reiner Blitzknall, der hier drin ist. Ne? Das werden die schon ausgereizt haben. Der Rest ist halt Treibergeschichte. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich werde sie testen und dann seht ihr das Video im Anschluss. Weiter geht's mit der Transbomber. Die öffnen wir jetzt auch mal. Da freue ich mich schon drauf. Auch das Teil war letztes Jahr mega geil. So sehen die Teile aus, um euch das mal zu zeigen.
Na, da habt ihr richtig schon noch die Kennzeichnung. Erste Batze, zweite, dritte, vierte. Letztes Jahr musste man die noch selbst verleiten. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch so ist. Ihr wisst ja, von Charge zu Charge kann das unterschiedlich sein. Ja, wie gesagt, das ist die Transbomber. Da gibt es auch kein besonderes Design. Die ist hier in der Kiste drinne. Da gibt es auch keinen Umkarton nochmal oder sowas. Ja, ist halt Rubro-Style. No, da. Transbomber, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Wer sie noch nicht kennt, einfach mal Video schauen oder mein 0 Uhr Feuerwerk. Da ist sie am Ende zu sehen. Ist schon richtig geil, schön rasant. Und ja, das Ganze ist zweimal bei mir. Da seht ihr die zweite. Freunde, ich habe mich auch schon dazu entschlossen, die Piranha und die Rampensau auszupacken. Das sind ebenfalls zwei Neuheiten 2018 aus dem Hause Pyroland. Auf die bin ich mega gespannt. Auch ein sehr großer Verbund. 1,7 Kilo Explosivmasse, 80 Sekunden Brenndauer soll der Verbund haben, 25er Kaliber und 40 Meter Steighöhe. Hier seht ihr die ganzen Boxen, beziehungsweise Cakes, nicht Boxen. Ja, bin ich echt drauf gespannt. Vom Video her sieht das ja schon ganz spannend aus. Kleinen Moment. Ja, hier nochmal die Rampensau, auch sehr geiles Design. Gefällt mir richtig, halt ein Glücksschwein und ja, schön Pyro im Hintergrund. Sieht richtig schick aus, die geben sich echt Mühe bei den Designs. Da wackelt die Straße, ich würde jetzt sagen, da juckt der Zaun. Auf diesen Verbund bin ich auch sehr gespannt, freue mich auch schon auf den Test. 150 Schuss, 100 Sekunden Brenndauer, ebenfalls 25er Kaliber und ja, 1,7 Kilo, wie auch der Piranha-Verbund, Explosivmasse. Ja, die besten Effekte der Profis. Da bin ich echt gespannt. 6 Stück sind drin, 6 Cakes. Ja, da kann man echt gespannt sein. Oh, Leute, das juckt mir jetzt schon in den Pfoten. Saugeil. Ja, weiter geht's dann mit diesem langen Paket hier. Da schauen wir gleich mal, was da uns erwartet. So, auf geht's. Öffnen wir mal das Ganze. Da gibt's einen Schnitt. Yeah. War das andere Ende, das sind auch lange Pakete. Elendig lang die Dinger. So, okay. Dann legen wir mal beiseite. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Eieiei. Wer hat es denn gepackt? Die Lea hat es gepackt. Wunderbar. Das finde ich immer cool, dass so eine Karten halt drin sind. Ihr könnt euch dann immer persönlich, also wenn ihr bei Pyronet bestellt habt, persönlich dann. Oder ihr wisst dann halt, bei wem ihr euch dann persönlich bedanken könnt oder halt per Mail. Ja, ein paar schöne neue Sticker. Hier kannst du die Lunte riechen. Ja, Sticker müssen auch sein. Coole Geschichte. Ein paar Wunderkerzen von Explode. Ja, von Explode. Genau. Als kleines Extra. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir jetzt erstmal Verpackungsmaterial. Ohne Ende. So, glaube ich, das mal alles raus. Und da sehen wir schon die ersten schönen Artikel. So, legen wir mal direkt los. Wir fangen mit dem Artikel an. Den müsste ich dreimal haben. Colored Croissette von Explode. Ja, ist halt Croissettencake, Multicolor. Und brauche ich fürs 0 Uhr Feuerwerk. Wie gesagt, sollte dreimal vorhanden sein. Werden wir gleich mal sehen. Da ist die zweite. Und da haben wir auch die dritte. Jawohl, passt doch. Sieht auch irgendwie schick aus. So, der nächste Artikel steht hier schon oben drauf. Wollen wir gar nicht lange warten lassen. Pyro Rebels Label ist noch mit drauf. Das ist von Geisha. Pounding Napalm heißt das Teil. 36 Schuss. Ist halt Whistling Aufstieg zu Zerlegern halt. Sieht echt nicht schlecht aus. So sieht es natürlich nicht aus am Himmel. Wäre ja geil. Aber ist auch eine coole Cake, die echt was hermacht. Die Abbrandzeit ist auch ziemlich fix. Ist halt so eine Batterie, mit der man ein paar Akzente im geplanten Feuerwerk setzt. Oder setzen kann. Ja, der nächste Artikel. Fangen wir mal hier an. Big Whoppers. Da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, wie die Teile mithalten können. Ob die konkurrenzfähig zu Explode sind. Ich habe ja schon gehört, dass die aktuelle Charge der Explode Boards nicht mehr so sein soll, aber naja, muss man immer selbst testen. Detonation habe ich auch nochmal mit bei. Ich fand die ganz cool. Also ist halt ein Kubi mit Crackling-Zerleger. Also erst ein Knall, dann habt ihr noch ein bisschen Crackling hinterher. Haben mir echt Spaß gemacht letztes Jahr.
So, und dann ist auch eine Neuheit 2018 wieder mit dabei, auch von Pyroland, Cubic. Das sind dann halt die ganz normalen Kubis mit einer NEM von 15,6 Gramm. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Da bin ich echt gespannt auf den Knall. Ja, dann hier nochmal Big Whoppers. Genau, drei Stück sollten es sein. Sind es auch. Und hier haben wir nochmal die anderen zwei von den Cubic. Ja, freue ich mich, wie gesagt. Ein bisschen Knallstuff zum Testen dieses Jahr wieder mit dabei. Ja, wie gesagt, Cubic, Detonation und Big Whoppers. Alles dreimal. Als nächstes haben wir hier von Explode die Crackling Birds. No, sind glaube ich 6 Stück in einer Schachtel drin. Wollte ich letztes Jahr schon haben. Habe ich leider Pech gehabt, die waren überall ausverkauft gewesen. Dieses Jahr habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und deswegen habe ich die auch gleich dreimal mit dabei. Das heißt also, ich habe, kurz rechnen, 18 Stück insgesamt. Freue ich mich richtig drüber. Für mich, ich habe sie ja, also mein Bruder hatte letztes Jahr das Glück, dass er die noch bekommen hat und testen konnte. Und da habe ich sie dann halt auch live erleben können. Das sind für mich persönlich die geilsten Vögel, ja, die wir in Deutschland derzeit haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bis jetzt noch kein Konkurrenzprodukt erleben dürfen, das da anschließen kann, beziehungsweise das besser ist. Also da hat Explode alles richtig gemacht. Ja, dann habe ich einmal nochmal die Chipola Trick Tracks von Ignazio Romana. Ne? Und für mich einer der geilsten Knallartikel, die wir legal in Deutschland derzeit bekommen können. Deshalb auch nochmal zur Aufstockung meines Bestands mit dabei. Ja, dann habe ich hier nochmal Blitzlichter in Weiß von Pyroland. Ich habe sie schon in Rot gehabt und die sind sowas von grell, Leute, kann man gar nicht reingucken. Ich bin echt gespannt, wie jetzt die weiße Variante ist. Rot ist ja immer noch ein bisschen gedämpft, aber das war schon so, da, also man musste sich wirklich die Hand vorhalten vor den Augen. Mal gucken, wie die Teile so drauf sind. Ja, dann auch nochmal Neuheit 2018 haben wir hier Breslauer Handfeuer in der Verwandlungsedition. Ja, da haben wir Weiß zu Rot. Und wie ich ja schon mal in einem kleinen Testvideo zum Besten gegeben habe, sind die Teile richtig geil. Die werden auch öfters jetzt bei mir unter mir auch Verwendung finden. Auch so eine Ausleuchtungskraft richtig geil. Wie gesagt, neue 2018. Wer Bock hat, kann dann mal im Shop schauen. Im nächsten Jahr, ob er da was findet. So, dann auch Neuheit 2018. Electrum Vulkan. Den habe ich 4-mal. Da bin ich auch mal gespannt, was die Teile dann so drauf haben. Den goldenen habe ich ja im letzten Jahr schon getestet. Wie gesagt, 4 Stück habe ich davon. Das ist dann jetzt halt die silberne Variante. 90 Sekunden Brenndauer und 7 Meter Effekthöhe bzw. Ausstoßhöhe. Bin ich ebenfalls drauf gespannt, wie die Teile so sind. Letztes Jahr war bei den Goldenen, glaube ich, irgendwie 10 Meter oder so Ausbruchshöhe angegeben. Das klappte nicht ganz so, aber das ist gut. Das, wie gesagt, sind ja auch immer China-Produktion und da muss man halt schauen, ne, ob die kleinen Chinesen da auch alles richtig machen. Ja, wie gesagt, 7 Meter, das glaube ich schon. Das kam mit den Goldenen letztes Jahr auch hin. 4-mal das Ganze. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Neuheit und das sind die schönen Kaltstartraketen. Das Design ist so mega geil, Leute. Gefällt mir richtig gut. Es sieht auf jeden Fall voll nach Silvester aus. Wenn man diese Schachtel stehen sieht irgendwo, weiß man gleich, es handelt sich um ein Feuerwerksartikel. Und das ist doch mal richtig geil, das Design. Ich öffne die mal für euch, damit ihr mal sehen könnt. Wenn ich jetzt meine Schneschka finde. Oh Gott, wo habe ich den jetzt? Oh, wo ist der Scheiß denn jetzt? Da. So, wir haben auch eher ein schlichtes Design, aber die, wie gesagt, das Umverpackungsdesign ist total geil, die Faltschachtel zumindest. Oh, habe ich da schon wieder was vergessen? Ja, da habe ich auch schon wieder was vergessen. Zack, da nochmal und da nochmal. So, jetzt kann ich es euch zeigen. Auf damit, so sehen die aus. Das sind die Kaltstartraketen von Pyroland. Oh.
Hier holen wir eine raus. Sind halt in so einem komischen Glitzerpapier. Gucken wir mal, was die an NEM haben. Die haben 19,2 Gramm NEM. Ist ja fast ausgereizt. Mal gucken, was die Teile drauf haben. Ich bin sowas von gespannt. Mir wurde schon gesagt, die sollen schön harten Zerleger haben. Daher freue ich mich erst recht auf diesen Test von den Teilen. Und wie gesagt, die Faltschachtel halt, die Umverpackung sieht sehr schick aus. Gefällt mir wirklich gut. Der nächste Artikel ist der Artikel Feinstaub. Ebenfalls eine Neuheit aus dem Jahre 2018, sprich dieses Jahr. Total geiler Effekt. Habe ich persönlich so noch nicht gesehen. In Natura. Das Design ist ebenfalls geil. Schaut euch das mal an. Das ist die Feinstaub. Ja, 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 voila. Wie soll ich den Effekt beschreiben? Das ist schwer zu sagen. Schaut euch einfach mal am besten das Testvideo an von Pyroland selber oder auf YouTube mal nach. Das ist so ein Goldflimmer, beziehungsweise so wie die, ja, ich sag mal, das ist der Effekt von der Vego Vampire, bloß statt Rot in Gold. So ganz komisch und ganz feines Knistern so. Richtig krasser, geiler Effekt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Pyroland beschreibt das als goldener Alien Dust mit blinkenden roten Sterngaben. Müsst ihr euch mal, oder ihr wartet halt ab, bis ich das Testvideo dann für euch verfilmt habe. Ja, Feinstaub. Bin ich ganz dolle gespannt drauf. 500 Gramm Explosivmasse. Ja, 25 Sekunden Brennhaut, 30er Kaliber übrigens. Das ist auch eine richtig schön große Kiste. Guck mal, im Vergleich zu meiner Hand. Wie gesagt, freue ich mich tierisch auf den Test. So, wie ich letztes Jahr schon angekündigt hatte, habe ich mir natürlich auch die The Maze nochmal gegönnt. Die musste ich unbedingt nochmal haben. Das ist so eine geile Krosettenbatterie. Die hat so einen geilen Aufstieg, so schön mit Schweif und ja, und die Aufstiegshöhe alleine schon. Das ist so geil. Das ist, so wie Julius schon von der Vitrine sagte, einer der geilsten Krosettenbatterien, die es derzeit auf dem Markt gibt. Wenn nicht sogar die beste. Ne? Jedenfalls in gefächerter Form. Ja, The Maze, auch ganz schickes Design. Erinnert mich immer ein bisschen an Alice im Wunderland. Ja, dann musste ich auch nochmal testen. Deshalb auch mitbestellt nochmal. Oh, ist das auch eine riesen Kiste, ey. Ja, die Alpha Edison, eine der geilsten Brokatfächerbatterien, die ich je geschossen habe. So eine Ausbreitung, total geil, und das Gold steht richtig schön lange. Also müsst ihr euch unbedingt mal geben. Wer sie live noch nicht gesehen hat, einfach mal ja im nächsten Jahr dann bestellen und dann gebt euch mal das Teil. Richtig geile Kiste, ebenfalls auch 30er Kaliber, ca. 500 Gramm NEM. Und 20 Sekunden Brenndauer. Hier ist richtig was los, Leute. Und das ist auch eine richtig schön große Kiste. Also ich kriege sie so mit der Hand gar nicht umgegriffen. Und seht ihr ja, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt. Ja, der letzte Artikel in diesem Karton ist auch eine Riesenkiste. Wie ihr schon unschwer erkennen könnt, geht es hier auch um Fächerung. 192 Schuss. Hat die ganze Batterie und eine Explosivmasse von ca. 460 Gramm. Und ja, 12er Kaliber. Hört sich jetzt nicht doll an. Es ist auch eine Soundkick, so nenne ich sie immer, beziehungsweise einer der leisen Effekte, wenn man den Endschlag jetzt der Crackling ganzen weglassen würde. Ja, das ist der Artikel Endless Shooter XXL. Da gibt es auch noch eine kleine Version davon. Ich habe die XXL genommen, da ich ja leider nicht mehr die Royal Set von Nestlé bekomme, musste ich halt die als Ausweiche nehmen. Aber auch hier gebe ich immer eine Chance, mal schauen, wie das Teil drauf ist. Kann ja sogar besser kommen. Obwohl, besser als Royal Set geht schon gar nicht mehr in F2. Ja, mal gucken. Endless Shooter von Explode übrigens. Ja, und die müsste ich sogar zweimal haben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Das war es erstmal mit dem ersten Part, sonst wird es auch ein bisschen zu lange. Freut euch auf den zweiten Part meiner Silvester XXL Unboxing Serie und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Haut rein, euer Planet.